Ich verlange noch nicht so viel. Ja, er soll einigermaßen nett sein. Er soll super aussehen. Er soll Deutscher sein. Er soll leidenschaftlich wie ein Türke sein. Ein Hans mit scharfer Soße eben. Sowas muss es doch geben, Mensch. Und er muss deinem Vater gefallen? Die jeden Morgen frische Brötchen holen? So tun, als ob es vollkommen normal wäre, dass eine Frau über 130 Paar Schuhe besitzt. Boah, ist das scharf. Und mit einem anatolischen Dorf ins Bett gehen. Oh, das muss ja nicht gleich ein ganzes Dorf sein. Mir wird schon einer genügen. Und wo soll ich jetzt meinen Hans herkriegen? Erzähl mir nicht, du hast vergessen, wie es geht. Now, baby, you're casting your spell on me. I say, boogum, 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 boogum. Now, baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. When you wear your high boots. Hallo? Hallo. Ah, du bist da, das ist schön. Warum rufst du denn an? Naja, ich warte im Auto auf dich. Und warum steigst du nicht aus dem Auto und läutest? Klemmt deine Tür? Nee. Dann fahr doch gleich wieder nach Hause, ja? Dummer Mann. Ich hab noch keinen. Wusste ich's doch. Fatma. Deswegen sind wir ja hier. Leute. Sei nicht so ein sturer Esel und gib dir ein bisschen mehr Mühe. Aber echt. Schickes Shirt. Schickes Shirt. Was soll das überhaupt für ein Kompliment sein? Ein türkischer Mann würde niemals zu einer Frau sagen, schickes Shirt. Zumindest nicht ohne in Deckung zu gehen. Ja. Ein türkischer Mann würde sagen, deine Schönheit trifft mein Herz mit 1000 Messern. Wenn du mich ansiehst, verbrenne ich. Das sind Komplimente, ja? Bitte schön, essen Baklava. Mmh. Mmh. Das ist sehr lecker. Ach, das gar nichts. Sie essen Schweinefleisch? Ah, nee. Nein, ich esse kein Schweinefleisch. Gut. Schwein, ganz dreckig. Ja. Ja. Ach. Lamm? Oh ja, Lamm esse ich sehr gerne. Tschüss, Buzz. Grillia Parasimme, Baba. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ja, ganz schwere Frage, ne? Ein Bürgerungstest. Ich wisse. 16. 16? 16. Ja. Mhm. Was machen wir hier eigentlich? Was ist das? Vaterrock. Ich ziehe meinen Vaterrock an, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann habe ich meine Ruhe. Ich weiß, es sieht furchtbar aus. Das
sieht total gut aus. Könntest du öfter mal tragen, steht dir. Soll ich mir noch ein Kopftuch aufsetzen und einen Meter hinter dir laufen? Na, ja, Kopftuch fände ich super. Das meinst du nicht im Ernst, oder? Da musst du dich aber auch beschneiden lassen. Würde ich machen. Aber ich würde es richtig machen. Und nicht so als ob. Wer tut denn hier so als ob? Na, du tust so als ob mit deinem Vaterrock. Den könntest du wirklich mal tragen und nicht nur als ob. So ist das doch bei euch. Was heißt denn hier, so ist das bei euch? Deine Eltern sind Türken. Warum muss das gerade mir passieren? Ein Deutscher, der sich in einen Türken verwandelt. Ich bin Türke und wir heiraten. Ich will aber keinen Türken. Stefan, komm jetzt sofort zurück. Meine Eltern warten auf uns. Sag, dass du Türken willst. Dein Bart sieht scheiße aus. Ah! Hallo. Wo ist Schwiegersohn? Wo ist denn Stefan? Papa. Wo ist Schwiegersohn, Kasim? Wir haben uns getrennt. Ach. Allah steh uns bei. Wir haben uns getrennt. Das kommt doch vor. Kasim, du sagst erst, er kommt ohne Eltern und jetzt kommt er gar nicht. Allah, Allah. Oh, Anne. Böre ich ne Fisch gerinnen. Schieb dich durch. Muss ich durchüben wegen Antrag. Früher durften wir Kinder nie Deutsch am Tisch sprechen. Und jetzt kein Türkisch sprechen darf, ganz einfach. Hausdeutsch, Autodeutsch, Grabstelle Deutsch. Und jetzt ich arme alte Frau auch Deutsch werden muss, sagt euer Vater. Also gut, ich habe gesagt, Börek sieht köstlich aus. Das sollten schmecken, Schwiegersohn. Viel schmecken. Essen. Jetzt essen! Hatice, wie alt bist du, meine Rose? 10. Wie alt bist du jetzt? 21, Papa. 34. 34? Allah steh dir bei, mein Freund. Wo ist Schwiegersohn, Kasım? Ich lebe alleine und ich esse alleine. Selber schuld. Er sie verlassen, weil sie nicht kann kochen. Jetzt essen! Oh, Anne. Würde ich ne Fisch gerinnen. Schiebe dich durch. Hausdeutsch, Autodeutsch, Grabstelle Deutsch. Und jetzt ich arme alte Frau auch Deutsch werden muss, sagt euer Vater. Ich bin schwanger. Die Besten heiraten sofort. Niemals werde ich zulassen, dass meine jüngere Tochter vor der Älteren heiratet. Mann, du Terrorist, du! Du legst Bombe in eigene Familie! Hatice hat eine Hand. Er will doch um deine Hand anhalten. Fatma! Ja. Er muss zu mir kommen. Du musst doch nur so tun, als ob. Was arbeiten Sie, Hannes? Fahren Sie Mercedes? Sie essen Schweinefleisch? Lamm? Lamm esse ich sehr gerne. Verdienen Sie genug Geld? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Wer sind Sie? Ich bin Hannes. Nein, das Hannes. Für euch sind wir doch sowieso alle Hannes. Ich brauche einen Mann. Und zwar sofort. Sperma ist total eklig. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Gib ihm Ananas. Jeden Tag Ananas. Aber das ist? Sag ihm wofür und er ist doch Klosteine.